Jodelei, Zeit für Benchmarks. So, also wenn, auch wenn hier das, ich filme das mal ab, Setup gerade nicht optimal ist, weil meine Wii im Bild ist und so. Moment mal, ich kann mal die Speicherkarte rausziehen. So. Wollen wir trotzdem noch ein kleines Ründchen einmal kurz spielen. Ich habe hier Counter-Strike drauf. So, jetzt können wir den Prime 95 deaktivieren, abschalten, Stop, Exit. Den Valley machen wir auch zu. So, also das hier ist übrigens der Riva-Tuner mit seinem Statistics-Server und der MSI Afterburner. Fangen wir mit einem netten CPU-Test an, den ich immer wieder gerne benutze, ist hier Outcast. In der 1.1er-Version. Jetzt muss ich mich, glaube ich, einmal kurz bei Steam anmelden. So, schauen wir uns als erstes mal einmal zum kurzen CPU-Test Outcast in 4K an. Zur Erinnerung, das Spiel läuft einzig und allein auf der CPU und braucht dementsprechend sehr, sehr viel CPU-Power. Vor allem, wenn es in 4K dann gerendert wird, das Ganze. Und ich habe leider nicht mehr meine Benchmark-Sequenz aus den vorangegangenen Benchmark-Videos, weil ich es einmal aus Versehen doppelt, also das Savegame überschrieben habe. Wir haben jetzt hier so 22 FPS. Das für einen Vierkerner mit 8 Threads ist das überaus gut. Sehr, sehr leistungsstark. Wie gesagt, das ist 4K-Auflösung und rein rassig auf der CPU gerendert das Ganze. Und das braucht halt richtig, richtig Power. Wenn wir hier so durch die Gegend tängeln. Super flüssig ist das natürlich nicht. Aber das stellt auch wirklich eine Mammutaufgabe dar. Also ich bekomme an meinem Main-System, das ist ein 6-Kerner mit Hyper-Threading 5820K. Irgendwie sind diese Dächer ganz schön glitchy. Bekomme ich in 4K-Auflösung knapp 30 FPS. Das ist schon richtig, richtig heftig. Und auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Leistung. Die Skydecks haben ja mit aktuell die stärkste FPU, die man erwerben kann, wenn man so will. Einzig und allein ein paar Prozessorkerne könnte man vermissen, wenn man denn so super intensiv Videoschnitt macht oder so. Schauen wir uns das nochmal in einer anderen Auflösung an. Gehen wir jetzt mal auf 2560 mal 1440. So. Geht ganz fix. Einmal schnell gewechselt. Und schon sind wir in Regionen, die sehr viel Spaß machen. 40 FPS. Und das kann man dann richtig gut zocken. Ohne Probleme. Also 1440p ist eine Auflösung, die absolut machbar ist für Outcast 1.1 auf dem Core i7 6700. Das macht Spaß. Didi. Wir haben jetzt so einen kleinen Einbruch auf knapp 30, aber das ist absolut im grünen Bereich. Nochmal die Errungenschaft, Yodelay und wieder Alter 4. Und letzte Auflösung, die ich euch noch zeigen will, ist halt Full HD. Muss man einmal schauen. Der V-Sync ist aktiviert, das heißt, bei maximal 60 FPS ist Schluss. Und die sollten wir jetzt locker erreichen. Jawohl, saubere 60 Bilder pro Sekunde in Full HD-Auflösung. Ich kann mich noch erinnern, wie der Mattes bei uns mal einen Livestream mit dem Spiel hier gemacht hat. Und da war es schwierig, in 720p bei 60 FPS das Game zu streamen. Und er hat ein Xeon, ein 1230 V2, also auch ein Core i7, wenn man so will, nur zwei Generationen jünger. Beziehungsweise älter natürlich. Und da war das dann schon sehr grenzwertig. Gut, hier streame ich jetzt nicht, hier spiele ich rein rassig. Mit Streaming sähe das Ganze natürlich auch wieder anders aus. So, werfen wir jetzt noch einen Blick auf Counter-Strike Global Offensive. Auch hier starte ich einfach mal mit 4K-Auflösung. Achtfach MSAA ist aktiviert. 16-fach anisotropische Filterung. Und wir schmeißen uns jetzt einfach mal in irgendein Deathmatch. Hoffentlich finden wir fix eins.
meine bisherigen Erfahrungen jetzt hier mit der GTX 960 und 4K in Counter-Strike Global Offensive sind sehr, sehr gut. Die FPS sind um die 60, knapp drunter manchmal, aber dafür sehr, sehr konstant. Und das ist so für den Spaß, für den optischen Spaß zwischendrin, ist es auf jeden Fall sehr gut spielbar. Für die Pros sind das natürlich zu wenig FPS, aber die spielen auch eher nicht in 4K. So, steigen wir einmal ein. Sieht auf jeden Fall brillant aus und jetzt haben wir hier so 58, 56 FPS, aber das Ganze fühlt sich sehr responsive an und flott und macht auf jeden Fall Gaudi. Was bin ich überhaupt? Ich bin Counter. Yay, das war natürlich sehr unfair. Erst mit der Beisen abballern und dann mit dem Messer nachsetzen. Also es wirkt minimal indirekt von den Eingaben her, was man halt bei CS natürlich nicht haben möchte. Aber die FPS sind sehr konstant und die GTX 960 meistert das hier doch ziemlich gut. So. Schalten wir einmal runter auf 1440p. Das können wir ja gleich live machen. Grafikeinstellungen 2560x1440. Ansonsten anisotropisch 16-fach, 8-fach MSAA und FXAA habe ich deaktiviert. Oh, das Match ist schon zu Ende. Leider kein Random Drop abgegriffen. Das wäre zu schön gewesen jetzt. So, ich bin für Dust. Dann haben wir gleich eine Vergleichbarkeit. So, dann wollen wir mal. Jetzt bin ich auf Terrorseite und kämpfe gegen die CTs. Wie wir hier sehen, haben sich die Frames quasi verdoppelt. So, jetzt geht das Spiel auch wirklich los. Good old Deathmatch. Im Deathmatch ist immer ein bisschen mehr los, als es jetzt im normalen Ranglistenspiel der Fall wäre, weil hier halt 10 gegen 10 angesagt ist und einfach mehr los sein kann. Wurde ich wunderschön gemessert. Muss auch mal sein. Boing. Den haben wir erwischt. Ja, etwas über 100 FPS. Das ist auch wieder sehr konstant. Und flüssig. Sieht jetzt auf dem Full-HD-Monitor ziemlich gut aus. Die gedownsampelte Auflösung hier. Macht auf jeden Fall Spaß. Nein! Nein! 5 Treffer mit 87 Schaden. Oh, skandalös, sage ich dazu nur. Unglaublich. So, für die Pros unter euch wird das natürlich immer noch zu wenig sein. Die wollen ja ihren 144 Hertz Bildschirm befeuern. Und da ist dann natürlich auch interessant zu sehen, wenn man so halb Pro ist, also in Full HD spielt oder so, dann schauen wir doch mal, was da mit der 960er geht. Schalten wir einmal um auf Full HD. Kantenglättung Modi bleiben an. Und weiter geht's. Bläh, wurde ich weggemessert. So, jetzt FPS. Ah, jetzt ja. Jetzt ist die Performance da, die wir uns erhofft haben. Auch wenn ich jetzt gerade natürlich am Stück hier abgeschossen werde. Aber ihr seht selber, die lila Zahl unten links, welche sich jetzt im Bereich um die 160, teilweise 200 bewegt, sorgt dann für das entsprechend schnelle Spielerlebnis, damit auch kein Schuss daneben geht, sagen wir es mal so, so wie ich hier die Hühner. Hallo? Reloaden. 200 FPS. Da hinten ist einer! Oh mein Gott! Dill. Von der anderen Seite wirst du abgeknallt. Das Übliche. Und jetzt bin ich an der Reihe. Hier mit dem Maschinengewehr auf Distanz. Beste, was du machen kannst. Yes, hat funktioniert. Was haben wir hier? Die Diegel. Damit bin ich ein absoluter Spezialist. Jawohl. Habe ich dem echten Header gegeben. Der absolute Wahnsinn.
Boing. Ja, also so, ne, für CSGO kann man die 69er auf jeden Fall in Betracht ziehen. CSGO ist ja sowieso nicht so anspruchsvoll, wir wissen das. Die CPU sorgt hier natürlich für den nötigen Input gegenüber der Grafikkarte. Und somit sehen wir auch wirklich, was so eine 960er zum Leisten entstanden ist. Okay. Ja, als letztes Spiel habe ich mir noch rausgepickt. Dirt Rally, das kennen wir ja. So, schauen wir uns doch eben nochmal zwei Benchmarks in Dirt Rally an. Nehmen wir einmal die 4K-Auflösung. Schalten Multisampling aus. Sollte ja eigentlich jetzt im Vollbild laufen. Jawohl, jetzt haben wir es hingekriegt. Die Voreinstellung stellen wir jetzt mal auf sehr hoch. Und dann lassen wir den Benchmark mal laufen. Gucken, was da so passiert bei Dirt Rally in 4K. Ich denke, ich werde den Benchmark dann auch ein bisschen zurechtschneiden. Jetzt am Anfang halt so ein paar Worte über die gebrachte Performance verlieren. Die Bildqualität ist hier exzellent. Die Performance ist in Ordnung. Wir haben hier 25 FPS, 25, 26 gerade. Ist das eigentlich ein Subaru, der da fährt? Ich glaube ja, ich bin mir nicht ganz schlüssig. Ja, super flüssig ist das nicht. Ist wie gesagt 4K-Auflösung, die wir hier natürlich nur abfilmen, um von dem Ganzen einen unverfälschten Eindruck in Sachen Geschwindigkeit zu haben und nicht in Sachen Bildqualität. Jetzt sind es so 27 Bilder gerade. Und hier nun wieder 25. Jetzt waren es gerade auch schon runter auf 23. Also man kann sich da auf ja, ein Kinoerlebnis einstellen, so eine 24p. Was dann möglich wäre, also eher eine Screenshot-Alternative anstelle das dann ernsthaft zu spielen, wenn man so will. Oh, wir nähern uns jetzt so langsam aber sicher der Zielgeraden. Extreme Ausreißer konnte ich jetzt nicht feststellen. Die waren, wenn dann, nur beim Szenenwechsel mal drin. So, ab ins Ziel. Was haben wir? Im Durchschnitt 26,57, Minimum 22,9, Maximum 31,8. Also sehr grafiklimitiert, wie wir natürlich sehen. Läuft komplett am Limit das Ganze. Lassen wir es nochmal nun in 2560x1440 laufen. Was ja auch eine sehr beliebte Auflösung ist. Ich denke, hier haben wir dann auch eine ganz gute Vergleichsmöglichkeit mit der Radeon. Weiß es gar nicht, hatte ich bei 1440 dann seinerzeit MSAA zugeschaltet? Vierfach oder so? Bin mir nicht sicher. Normalerweise müssten wir das ja machen, ne? Vierfach MSAA. Ich kann es nicht mal ganz nachvollziehen, wie es ursprünglich war. Jedenfalls jetzt 1440 mit vierfach MSAA. Lassen wir das mal laufen. Kann natürlich sein, dass ich damit die Vergleichbarkeit gerade zunichte gemacht habe mit der 699 € PC Radeon R9380, welche ja unterm Strich ein bisschen leistungsstärker ist. Und wir kommen hier, sehe ich schon, in 1440p mit vierfach MSAA auf ein sehr ähnliches Ergebnis bei raus. Also wenn ich die grundlegenden FPS hier sehe, tut sich da jetzt nicht so viel. Dann würde ich mal sagen, schalten wir das einmal ab und lassen es ohne laufen. Es wird vielleicht minimal besser sein als das reine 4K-Ergebnis. So, Grafikoption. Qualität erweitert nicht. Videomodus. So, kein MSAA. 1440p, Feuer frei. Da muss jetzt was gehen. MSAA braucht bei der GTX 960 natürlich einiges an Speicherbandbreite. Die fehlt der Karte ja so ein bisschen, weil sie nur ein 128-Bit breites Speicherinterface hat. Und den Unterschied sieht man jetzt hier ganz gravierend. Jetzt ist das Spiel nämlich bei knapp 50 FPS. Also MSAA zieht ordentlich Leistung weg. Jetzt sind wir bei 45 in etwa. Aber das ist auf jeden Fall schon der Bereich, wo ich sagen würde, so macht das beim Zocken auch Spaß. Und
So kann man das schön spielen. Sieht auch so gut aus auf einem 1080p Display. Die gedownsampelte 1440p Auflösung macht da eine gute Figur. Man hat ein bisschen Kantenflimmern in der Ferne, aber normalerweise ist das jetzt nichts, was gravierend stört. Yeah, also hier haben wir das Ergebnis in 1440p erlangt. Ohne Kantenglättung, maximal 66 FPS, Minimum 41 und im Durchschnitt 49,44. Das, was auch so schon absehbar war, eine sehr grundsolide Performance. Jetzt schauen wir mal, ob für das 1080p-Erlebnis mit 8-fach Multisampling denn der Bildspeicher reicht oder ob wir nun eine schlechtere Performance haben als in 1440p. Ohne Multisampling. Ein ähnliches Bild. 35 FPS, 33 FPS. Das Multisampling zieht ordentlich die Leistung weg. Kann man gar nicht anders behaupten. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Also zu hohe Multisampling-Einstellungen können eurer Leistung der GTX 960 durchaus einen Strich durch die Rechnung machen. Jetzt haben wir hier nur 22 FPS. Das braucht gerade richtig Power. Und jetzt hier, wo nicht so viel auf dem Bildschirm los ist, hüpft die Performance wieder hoch über 30 FPS und hier sind wir nun wieder unter 30. Egal, machen wir noch einen Benchmark mit Einstellungen ohne Multisampling oder whatever. Und dann sind wir damit durch. Dann muss ich nämlich auch den guten Rechner auf die Reise schicken. Der glückliche Besitzer wartet schon. So, Benchmark am Start. 1080p. Volle Details, aber ohne Multisampling, Kantenglättung. Und wir haben über 70 Bilder pro Sekunde. Das ist doch was Feines und gut anzusehen auf jeden Fall. Wir nähern uns mit großen Schritten der Ziellinie im 1080p-Test hier auf dem Silent Linux Entwicklungs Master Race PC. Minimum 63,96, durchschnittlich 77,39 und die maximalen FPS 103,03. Sehr, sehr ordentlich. Der Multisampling, Supersampling-Geschichte kann ich jetzt leider nicht mehr ganz auf die Schliche kommen. Ich behaupte allerdings steif und fest, dass es an der Bandbreite des Grafikspeichers liegt, dass hier dort entsprechend die Performance so etwas einsackt. Ich danke euch fürs Einschalten und sag mal, bis demnächst, ne? Haut rein, da kommt der Daumen ins Bild. Daumen of Victory. Victory! Tschüssikowski.